möglich, dass, wenn ich angesprochen werde auf der Straße, die Leute mir dieses Vertrauen, diese Glaubwürdigkeit entgegenbringen. Und wenn wir nun Dinge zählen, dass zum Beispiel 40% der Haushalte gar keine Zeitung mehr haben, wie die Zeitung selber sich auch pulverisiert, dann stehen wir da vor enormen Herausforderungen. Wie schaffen wir das, dass wir sozusagen diesen Blick auf die Zukunft, auf das Ganze, auf die Erde, auf alles, was ja unser Programm ist, wie schaffen wir das zu vermitteln? Und da ist es ganz entscheidend. Sonst werden wir diesen populistischen Tendenzen, die werden sonst weiter zunehmen, dass wir Glaubwürdigkeit und Vertrauen ausstrahlen. Und darin sehe ich meine Aufgabe, immer bei allem, was wir tun, auch immer zu hinterfragen, schafft es Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Zum Beispiel die Visionen, die wir haben, sind wir in der Lage, sie so runterzubrechen, dass sie alle verstehen. Ich meine, mit Wörtern wie Green New Deal, nicht gerade eine soziale Ansage, wenn ich das mal sagen darf. Also mit so einer Sprache, die ist gerade sozial integriert. Ja? Das verstehen wir sozusagen wir selber, weil wir ein Hochschulstudium haben, aber das ist sozusagen ein Beispiel, wo wir sehen, dass wir unsere Sprache, unseren Habitus, unsere Ausstrahlung, wenn wir breiter werden wollen, müssen wir selber auch breiter sollen, dass auch darin Vertrauen entsteht. Und in einem Parteirat, er macht das selber vor, da herrschen ganz unterschiedliche Interessen. Man ist ein guter Grüner, aber man kann natürlich nicht jeden Punkt einmachen, die allen gemeinsam interessiert. Wie schaffen wir es, dass es zusammenbleibt, aber nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern in einer echten Pluralität, die sozusagen zeigt, wir sind lebendig, aber wir sind auch in der Lage, geschlossen zu handeln. Und wer auf Vision steht wie wir, der muss zugleich, wenn er radikal denkt, im Handeln sehr pragmatisch sein. Und das ist das, was, glaube ich, neben unseren Inhalten zu reflektieren, zu überlegen gibt, sodass wir auch im Habitus, im Stil und in der Ausstrahlung von Menschen den